Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, das Ende aller Kriege steht an und damit wird auch wahrscheinlich die Let's Play Serie enden. Dann wollen wir mal gleich beginnen mit dieser letzten Mission in der Standardkampagne. Es gibt noch DLC-Kampagnen, aber die werde ich mir wahrscheinlich erstmal nicht ansehen. Vielleicht später, falls Interesse besteht. Bei mir oder bei euch. So, jetzt hat sogar geladen, während ich geredet habe. Und da ist ja schon dieses Icarus-Programm. Das irgendwie sehr seltsam aussieht. Und da sind unsere fünf Freunde. Erledigt das Ding! Ich versuch's. Wo sind denn meine hier aus der letzten Episode meine Kaisers hin? Oh, das sieht auch nicht gut aus. Ich halte die Augen nach. Dieser alte Hund kann noch zubeißen. Angriff! Angriff! Ich glaube, wir richten nicht viel Schaden an. Stimmt. Die Rüstung ist zu dick. Wir brauchen Unterstützungsfeuer. Spucken Sie es aus. Ich dachte doch, die Fässer oder so könnte ich was ausrichten. Oh, hier ist die Energieanzeige. Energie tanken. Noch ein paar Mal und er ist voll aufgeladen. Nein! Die Panzerung. Das ist unsere Chance. Schießt, was ihr habt. Komm schon, Feuer, allesamt. Panzerung ist weg. Ich hab ein Geschenk für euch. Ah, das will ich hoffen. Komm schon. Ah, ich muss die Helden immer einzeln steuern. Das ist nervig. Wo bist du mit deiner Bombe? Spreng! Ja! Angriff! Angriff! Jaguar-Angriff! Mist! Mehrere Gegner im Anmarsch! Nein! Wo Gegner? Da hinten Gegner. Oh, der zertrampelt mich doch. Angriff. Oh, der sammelt aber Energie wie ein Durstiger. Wo will er denn hin? Vorsicht, vor euch. Er greift hier an, aber doch nicht aus nächster Nähe. Da kommen sie aus dem Loch. Marlin natürlich nicht. Ich wette, damit haben sie nicht gerechnet. Oh, da lädt er sich als nächstes mal auf. Vorrücken. Es gibt hier nichts zu sehen. Oh, das brauche ich doch. Hier kommt die und es hängt wieder. Okay, hat sich einbekommen. Muss ich nichts machen. Komm schon. So, jetzt aber. Kümmert euch auch um die Kleinen, die überwältigen uns sonst. Ja, dafür ist die Kavallerie hier. Raketen! Machen wir es kurz und komm schon. Und spreng. Sehr schön. Auf jeden Fall, ihr werdet alle gebraucht. Feuer! Komm schon. Brunhilde, Masse platt. Gut. Nicht mal die Hälfte an Leben ist weg, aber die Hälfte an Strom ist fast da. Mist. Vorsicht! Die kleinen Bastarde sind zurück. Attacke! Komm schon! Oh, hier ist glaubt schon das nächste. Komm schon! Ein Glück hat der Bär so viel Gesundheit gegen so viel Metall. Ja! Alle tot!
Komm schon, wir müssen vor. Der lädt sich gleich auf. Ich soll die Spezialfertigkeiten der Helden, glaub, ein bisschen sparen. Artillerieschlag. Komm, gleich. Dieser Gefallene ruht in einem eisernen Sarg. Blutbahn wird berechnet. Ja, dann berechne schneller. Wir schaffen es. Aber schaffen wir es schnell genug? Ich glaub nicht. Komm schon. Attacke. Komm schon, wo sind meine Helden? Mist. Ja, ich weiß. Komm zurück, Jungs. Attacke. Mist, grab mal die Hälfte. Komm schon. Hälfte an Energie und weniger als die Hälfte am Leben. Boah, ich hasse diese Teile hier. Ihr sollt hier raus. Oh nee, er richtet sich auf. Boah, ist das ein Gewusel. Komm schon. Folgt ihm. Wo ist denn das nächste? Ich glaube hier. Alle hier rüber. Auf sie mit Gebrüll. Lass mich nicht im Stich. Was ist? Komm schon. Alle rüber. Oh, sind das wieder viele. Streck ihn dann halt auch nieder. Ja! Ja, habt ihr gut gemacht. Du sollst weiter hierher kommen. Was machst du denn? Oh, Mist. Komm, der geht runter. Angriff. Angriff. Komm schon. Angriff. Alle müssen angreifen. Nicht nur ich. Die läuft zu langsam. Ja, was denkst du, was ich hier versuche zu machen? Kann hier noch jemand was? Komm schon. Ich bräuchte einfach nochmal meinen Titan. Kaiser. Platziert die Ladung. Komm schon. Entzünden könnt ihr die nicht selber. Attacke. Was ist jetzt los? Brauchen Sie Hilfe? Was zum? Subov hat wohl das Vertrauen unserer russvietischen Freunde hier verspielt. Wir alle denken, es gibt größere Probleme. Das Ding ist übel, egal woher man kommt. Ja, sehr schön. Lass die doch auch helfen. Komm schon. Nein. Komm schon. Vor allem dieses Ding soll hier weg. Hier ist doch das nächste, glaube ich. Hallo? Nee, hier ist das nächste. Boah, vorwärts. Habe ich irgendwie noch übersehen? Ja, den. Hat mich schon gefragt, wo der ist und wer ist das? Achso. Ihr seid alle nicht da, wo man euch braucht. Na, zumindest sehe ich euch auf der Minimap. Ah, sehr gute Unterstützung. Ah, schade, dass hier Brunhilde so langsam ist.
Komm schon, komm schon, komm schon. Sobald er sich setzt, müssen wir im Radio sein. Dann kriegen wir es hin. Komm schon. So, jetzt. So sieht's aus. Komm schon. Mist! Ist fast aufzuhalten. Och, der ist beinahe voll. Ich dachte, es läuft gut für uns. Wo will Icarus jetzt hin? Komm schon, wo willst du hin? Hier in die Mitte? Das kann man nicht zulassen. Komm schon. Wir können den Gegner nicht verletzen. Verstell mich mal mit deinem Tag. Komm schon. Ich laufe nicht zu Ende bringen. Oh, der setzt sich, glaube ich, in die Mitte hin. Was passiert hier? Nichts Gutes passiert hier. Komm schon. Alles, was ihr habt. Zeit für ein Feuerwerk. Neue Befehle. Werfen Sie die Ladung. Mist. Los. Und Artillerie. Ja. Mehr habe ich nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. So wenig Leben. So wenig Leben. Ja, wir schaffen's. Wir haben's. Hui. Oh, das war eine schnelle Endmission. Aber es warten jetzt zwei Videosequenzen auf uns. Und Goldmedaille... Oh, Platinmedaille erreicht. Ist das nicht schön? Interessant, dass das das Ende der dreiteiligen Kampagne war. Das finde ich etwas enttäuschend. Es hat Spaß gemacht, also die Mission jetzt, nicht alles auf gar keinen Fall. Aber ich finde es etwas enttäuschend, dass das das Ende war. Die Kampagne insgesamt hat mir gar nicht mal so gut gefallen. Es gab vereinzelte Missionen, die haben natürlich Spaß gemacht, aber so im Großen und Ganzen würde ich es nicht empfehlen, dass ihr die Kampagne spielt. Aber die Videosequenzen haben wir uns jetzt noch verdient. Da wissen wir zumindest hoffentlich, warum der Krieg jetzt vorbei ist. Vernichtet! Meine Prototypen! Jetzt fallen sie Fenris in die Hände! Wir haben Icarus gestoppt, also können wir auch sie stoppen. Ha, was für ein Unfug! Man kann Leute nicht einfach stoppen, die an die niedersten Instinkte der Menschen appellieren. Meint ihr nicht, dass es Abertausende von Menschen gibt, die ihre Moral gegen ein bisschen Macht eintauschen würden? Denkt ihr, Verstand und Vernunft haben eine Chance gegen Vorurteile und Furcht? Vielleicht. Dies ist Ihr Jahrhundert. Ich wollte sie stoppen. Ich hatte Herrscher auf meiner Seite und doch bin ich gescheitert. Tja. Sieht zumindest aus, als ob hier... Sondern wir. Du hast recht. Ich bin Olga Morozova. Geheimdienstoffizierin für Zar Nikolas. Das ist Anna, Heldin des polanischen Widerstands. Dort drüben steht Gunther von Duisburg, der legendäre saxonische Feldherr. Wie ihr seht, bringen wir uns nicht gegenseitig um. Noch nicht. Vielmehr kämpfen wir Seite an Seite gegen den gemeinsamen Feind. Gefährliche Menschen, die... Da hört ja niemand zu. ...die ihre Ziele mit allen Mitteln... Ah, doch, die. Zumindest die. Die nennen sich Fenris. Und ihre Machtgier ist grenzenlos. Tesla heult einfach im Hintergrund weiter. Misstrauen, Rachedurst, Angst, das sind ihre Waffen.
Doch die sind wirkungslos, wenn wir vertrauen, statt uns zu fürchten. Vergeben, statt uns zu rächen. Aufbauen, statt zu zerstören. Es gibt mehr, das uns verbindet, als was uns trennt. Und es gibt gute und schlechte Menschen auf jeder Seite. Ich wünsche, das würden mehr Menschen hören. Einfach nur die Guten finden. Ein alter Spruch besagt, alles, was das Böse braucht, um zu obsiegen, ist die Untätigkeit guter Männer. Ich glaube, ihr alle seid gute Männer. Und, Frauen. Ganz genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde nicht untätig bleiben. Wer hält zu uns? Yeah, wir haben mindestens 100 Leute auf unserer Seite. Können wir mal nachzählen, aber arg viel mehr als 100 sind das nicht. Eines Tages müssen sie mich aus diesem Anzug befreien. Aber erstmal brauche ich ihn noch. Helfen Sie uns? Ihr seid alle Träumer. Aber das ist gut so. Ja, die Welt braucht Träumer. Kann irgendwer schweißen? Ich! Die Abwehranlagen müssen noch heute repariert werden und wir brauchen Unterkünfte für all diese Leute. Sehr schön, sehr schön. Und danach kommt direkt noch eine Videosequenz, wenn ich mich nicht irre. Naja, es war zumindest ein Ende. Ob das jetzt gut oder eher schlecht war, das könnt ihr ja entscheiden. Mir hat es jetzt schon mittel viel gebracht. Bei allem Respekt, Sir, wir können nicht tatenlos zusehen, wie die Grenzen des 20. Jahrhunderts neu gezogen werden. Ah, sind schwach. Das ist die DLC-Kampagne, die hier angeteasert wird. Aber unser Nationaltier ist der Adler, nicht der Geier. Amerikaner wollen kein Reich, George. Wir gehen nicht mit Gewalt vor, sondern mit gutem Beispiel. Ja, ich denke nicht, dass ich die Usonia-Kampagne jetzt erstmal spielen werde. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Die Let's Play-Serie hat Spaß gemacht, auch wenn das Spiel ab und zu etwas anstrengend war und nicht das RTS war, was ich eigentlich erwartet habe. Dennoch, es gab ein paar Missionen, da hatte ich wirklich Spaß und ich finde, das muss reichen für das Spiel. Ich habe es länger gespielt, als ich gedacht habe. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.